Das Prophetentum des Gesandten Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ging über 23 Jahre. 23 Jahre war er sallallahu alaihi wasallam ein Licht für diese Welt und zeigte uns den Weg, durch den wir ins Paradies gelangen. Doch wie jede Seele diese Dunya eines Tages verlassen wird, so traf auch ihn sallallahu alaihi wasallam dieses Schicksal. Wir haben nicht die Möglichkeit, den Islam direkt von ihm sallallahu alaihi wasallam zu lernen, ihm stets zu Diensten zu sein, die Reise des Lebens mit ihm zu beschreiten und Seite an Seite mit ihm zu kämpfen. Diese Ehre wurde allerdings einigen Menschen zuteil. Die Möglichkeit dazu hatten viele, aber nur jene, die sich auch dazu entschieden, werden bis heute von uns dafür geehrt. Doch viel wichtiger als das ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie ehrte, indem er seine Zufriedenheit über sie aussprach, die im Koran festgehalten wurde und bis Yawm al-Qiyamah bestehen wird. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Diese Menschen waren niemand Geringeres als die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Sahaba radiallahu anhum. Unter diesen edlen Männern befand sich Az-Zubayr bin al-Awwam. Und Az-Zubayr ist in Jannah. Dies waren die Worte des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, als er in einer bekannten Überlieferung 10 Namen nannte, die in Jannah sein werden. Zubayr bin al-Awwam setzte sich immer für den Islam ein und war dem Propheten sallallahu alaihi wasallam stets zu Diensten. Er scheute weder Konfrontation noch Konsequenzen, die ihm auf diesem Weg drohten, was er immer wieder aufs Neue unter Beweis stellte. Auch bei der Schlacht von Khandaq, der Grabenschlacht, stellte er dies unter Beweis. Am Tage der Schlacht von Khandaq brauchte der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Freiwilligen, der dazu bereit war, ihm sallallahu alaihi wasallam Informationen über die Feinde zu beschaffen. Und so fragte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dreimal, wer beschafft mir Informationen über die Feinde? Jedes Mal sagte Zubayr radiallahu an, ich werde es tun. Dieses Ereignis sorgte dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn mit einem Beinamen und Ehrentitel auszeichnete. So sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, jeder Prophet hat einen Jünger und mein Jünger ist Az-Zubayr. Die Bezeichnung Jünger ist hier die Übersetzung für das Wort Hawari und es wird für jene benutzt, die dem Propheten sehr nah waren und ihnen stets halfen. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt dieses Wort auch im Kontext von Isa alayhi salam und jenen, die ihm beistanden. So sagt er subhanahu wa ta'ala, O die ihr glaubt, seid Allahs Helfer. So wie Isa, der Sohn Maryams, zu den Jüngern sagte, wer sind meine Helfer auf dem Wege zu Allah? Die Jünger sagten, wir sind Allahs Helfer. Sie standen auf, um zu Isa alayhi salam und der Wahrheit zu stehen. Und sie verstanden, was dies mit sich bringen würde. Die Botschaft Allahs zu unterstützen, bedeutet Exil. Es bedeutet Verachtung, Verurteilung und vielleicht sogar Verfolgung. Es bedeutet Aufopferung der Zeit mit dem Ehepartner, den Kindern oder für persönliche Interessen. Sie wussten all dies und dennoch sagten sie, Nahnu Ansarullah. Ein Hawari zu sein bedeutet, die Sache Allahs ohne Verhandlungen, ohne Erwartungen, ohne eine Gegenleistung und mit Zustimmung zu allem, was einem passieren kann, zu unterstützen. Genau zu so einer Person wurde Zubayr ibn al-Awwam, radiallahu an. Vom Tag an, als er den Islam annahm, war er ein Helfer des Islam und stand hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zusammen mit ihm sallallahu alaihi wasallam zog er in sämtliche Schlachten, ohne jemals eine Gegenleistung zu erwarten. Das Einzige, wonach Zubayr radiallahu an sich sehnte, war die Zufriedenheit Allahs subhanahu wa ta'ala und der Eintritt in sein Paradies. Wir haben keinen Propheten mehr, den wir mit aller Kraft und Mühe unterstützen können. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinterließ uns einen Weg, einen genauen Fahrplan, den wir verfolgen können. Auch wenn er sallallahu alaihi wasallam nicht mehr lebt, so tut es seine Botschaft weiter. Der Islam wird bis Yawm al-Qiyamah bestehen und immer von unterschiedlichen Muslimen auf den Schultern getragen und nach vorne gebracht werden. So haben auch wir die Möglichkeit, diesen Dien zu schützen, ihn zu unterstützen
ihn nach vorne zu treiben und zu verbreiten, um bei Allah subhanahu wa ta'ala eine Stellung zu erlangen, wie Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anhu. So lasst uns zu jenen gehören, die sagen, wir sind Allahs Helfer.